Das heißt, wir haben mittlerweile 150 Steine schon in diesem Banner verbraten. Das sind jetzt die nächsten 50, das ist 200 Steine. Und wir haben einen Beigeist. Moin Moin Leute, mein Name ist Refaser und ich heiße euch herzlich willkommen zu Nummer 3 Video rund um Goku Black Summoning in Dokkan Battle. Heute haben wir wieder 50 Steine mit am Start und wir wollen ihn unbedingt haben. Wir hoffen mal, dass wir ein bisschen Glück haben. Bis jetzt lief es ja nicht ganz so gut, aber das Glück ist uns hold. Wir machen 10 Summonings zusammen und dann hoffe ich einfach mal, dass wir den bekommen. Ich habe immer noch nichts von dem, was ich eigentlich haben wollte, bekommen. Ich wollte einmal Broly bekommen, physisch, oder eben Goku Black, und beide Male, oder beides ist mir bis jetzt verwehrt geblieben, und es sieht so aus, als würden wir direkt mit dem gleichen anfangen, und zwar mit einem Pod Rainbow, direkt Super Saiyan 1, Super Saiyan 2 und nix. So, das ist Nessa. Glaube ich jedenfalls. Jo, das ist Krillin, glaube ich, oder? Ne, Master Roshi. Ich sag ja, Baba freut sich gerade unglaublich über diese ganzen Summons. Da kommt nichts Vernünftiges bei rum. Und ich werde es aber nicht aufgeben. Ich will Goku Black haben. Warum will ich ihn haben? Ich habe kein gutes physisches Team bis jetzt. Und ich finde, es ist einfach eine coole Karte, die ziemlich gut sein könnte. Und sollte ich ihn bekommen, will ich dann auch noch Broly bekommen eigentlich. Aber wir ziehen noch einmal. Das heißt, wir haben mittlerweile 150 Steine schon in diesem Banner verbraten. Das sind jetzt die nächsten 50, das heißt 200 Steine. Und wir haben einen Beigeist. Alter, zweiter Summon. Da wollte ich mich gerade darüber beschweren. Da wollte ich mich gerade darüber beschweren, dass ich zu viele Steine verbraten habe und noch nicht einen Charakter bekommen habe, den ich gerne haben wollte. Und da haben wir ihn. Zweiten Summon. Boah, geil. Goku Black. Leader Type. Physisch Type. Leben, Angriff und Verteidigung. Plus 70, was nicht schlecht ist, wenn ihr keinen God Lead habt. Und er gibt jedem Extreme Type, das heißt jeden Villain, also Bösewicht, plus 2 Ki, wenn er mit in der Reihe ist. Und zusätzlich bekommt er noch 2500 Angriffspunkte für jede Key-Sphäre, die er selber bekommt. Das heißt, es muss noch nicht mal eine physische Sphäre sein. Er hat Prepared for Battle, er hat Kamehameha, Big Bad Bosses. Ich glaube, die sind gar nicht mal so schlecht. Ich muss aber echt gucken, was mein aktuelles Villain-Team, ich habe ja noch nicht so ein gutes Team, auch hat, weil da könnte er gut reinpassen. Aber zu meinem physischen Team fände ich schon mal sehr gut. Okay, wir haben aber trotzdem noch 8 Summons left. Vielleicht ziehen wir ihn ja nochmal. Ah, ich bin jetzt schon mal glücklich. Das ist schon mal... Aber das kam ja gerade aus dem Nichts. Keine Animation, nichts Besonderes und wir bekommen Broken Screen. Ich verstehe das manchmal nicht. Da könnt ihr mal sehen, dass es eigentlich alles kompletter Schwachsinn ist und es komplett auf, wie soll ich sagen, auf den Zufall ausgelegt ist. Ja, und jetzt haben wir Trunks, Rare. Wem interessiert das? Ja, jetzt kann kommen, was will. Also noch ein SSR nehme ich natürlich jetzt den physischen Broly und ich flippe aus und denke mir nur, jo, damit hat es sich gelohnt, definitiv. Und ihr hört jetzt hier einen von meinen Terminen. Ich habe gerade gar nicht aufgepasst, was ich bekommen habe, ist mir auch scheißegal. Gar nichts. Also nix. Ja, das wird wieder ein Rare und das ist GG. Ich glaube, jetzt hat er sich gedacht, so, du hattest genug Glück. Genug Glück. Ah, wir müssen auch mal wieder bei Babas Shop vorbeischauen. So, ich habe, glaube ich, mit... lass mich lügen. Mit 94... Ne, mit 95 Steinen angefangen. Das war wie gerade auch nur ein. Und wieder Baseform. Was auch immer. Mach doch, was du willst. Jupp, das ist Nappa. Go, Snapper. Ja, ich bekomme ein SSR und jetzt kriege ich nur noch Rares. Soll mir recht sein. Also was habe ich gesagt? 95 habe ich angefangen. Das heißt, bei 45 Steinen hören wir auf und hoffen noch ein bisschen Glück zu haben. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ihr auch das Glück hattet, Goku Black schon zu ziehen. Ob ihr vielleicht sogar den physischen Broly bekommen habt, den ich ja so gerne eigentlich noch haben möchte. Und das werden jetzt 4 Rares hintereinander. So viele Rares habe ich in den letzten 2 Videos nicht gehabt. Yep, das ist C16, oder? Yep, Rare. Ich sage, komplett das Glück verbraten. Da geht gar nichts mehr. Ist mir aber auch egal, denn ich habe die eine Karte bekommen. Natürlich ist es besser, wenn man die Karte öfters bekommt. Zum einen kann man damit die Superattacke hochleveln, was relativ wichtig sein sollte. Und wenn er physisch ist, könnte es sogar sein, dass ich mir diesen Dokkan-Event von dem mal genau angucke und ein Video dazu mache, weil ich habe ein ziemlich gutes Stärke-Team aktuell aufgebaut. Meiner Meinung nach, wenn ich ehrlich bin. Aber ob das dann auch langt. Und das ist noch ein Rare. Ich glaube es nicht. Jakon. Ich ziehe jetzt nur noch Rares. Ein Rare, wir haben SSR im zweiten Pull
Und jetzt haben wir noch zwei Pulls. Das heißt, ich kriege noch nicht mal SAs. Also ich habe in letzter Zeit ja ziemlich viele SAs bekommen. Aber das Spiel sagt jetzt so, jetzt hast du Goku Black. Das reicht. Jetzt kriegst du nichts mehr. Doch, zwei Pots kriegst du. Zwei Pots kriegst du, ziehst, gehst in den Rainbow, gehst Super Saiyan. Super Saiyan 2, sage ich. Das wird ein SA. Eins. Zwei. Vorbei. Wie immer. Ich sage ja, Super Saiyan 3 immer noch nicht gesehen. Die haben den rausgepatcht. Das ist Mr. GT Vegeta, den ich schon habe. Und ich glaube, den habe ich auf SSA, weil ich habe den ziemlich lange in meinem Mono-Team gehabt. Gerade wegen Omega Shenlong und den GT-Link. Ich glaube, den habe ich sogar mittlerweile auf Super Attack 10. Den behalte ich aber, weil ich einfach das Gefühl habe, dass sie irgendwann dem auch ein Dokkan Awakening geben werden. Und dann ist das vielleicht gar keine so schlechte Karte. Ist das schon das letzte Summoning? Ich glaube, das ist schon das letzte Summoning. Und wir hatten gerade 4 Pots. Gehen Rainbow, gehen Super Saiyan. Hoffen, dass es was wird. Eins. Zwei. Ein SSA noch. Nein. Also, 10 Steine, Goku Black, ein SSA. Und das ist Frost. Den will auch keiner haben. Ne, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Und den letzten machen wir mal wieder gemeinsam, indem wir versuchen, gemeinsam auch mit euch noch einen zweiten Goku Black oder den physischen Broly zu ziehen. Natürlich wäre das in einem Video zwei SSRs und genau die ich haben möchte, wäre schon ziemlich geil. Aber Herkules ist rechts. Aus dem Grund wird das nichts. Aber wir sagen, wir ziehen zurück. Wir sagen 3, wir sagen 2, wir sagen 1. Und wir lassen los. Und bleiben in der Baseform. Das wird ein Rare. Mit einem Rare kann man auch mal ein Video abschließen. Ja, kein Screen. Das ist wieder Chichi. Jetzt bekomme ich aber auch diese Rares, die ich schon ewig nicht gesehen habe. Aber das passt. Ich bin glücklich. Ich habe ihn. Wir gehen auf Team Character List. Und da haben wir Goku Black gleich als Favorit, damit ich den nicht irgendwie noch verkaufe. Natürlich Stufe 1, nichts Besonderes. Aber ich bin mal sehr gespannt. Ich werde mir mal ein schönes physisches Team jetzt aufbauen. Ich habe da ja gar nicht mal so schlechte Charaktere zum Teil. Wir können kurz reinschauen. Type. So, also meine. Ja, okay, so viel habe ich auch nicht. Ich muss sagen, Gotenks oder Goten aus der aus dem Baby-Event, beziehungsweise Baby-Storyline, der ist richtig gut. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Piccolo kann ich noch Trans Awakening, weil ich mir bei Hero Extermination Plan alle Sachen gesammelt habe. Aber wie ihr seht, ich habe nicht wirklich viele Villains. Ich habe jetzt Goku Black, ich habe Buu, ich habe Bo, wie heißt er nochmal? Hachiyak? Ich habe das Video, diesen Film tatsächlich bis heutigen Tag noch nicht gesehen. Ich habe Shin Shenlong und das ist alles. Ich kann gar kein gutes physisches Villain-Team aufbauen, was für ihn natürlich ein guter Vorteil wäre. Hier für Goku Black. Aber ich habe ein anderes Villain-Team, da passt er auch ganz gut rein. Da werde ich definitiv noch was zusammenbasteln. So, das soll es gewesen sein. Schreibt mir gerne unten rein, was ihr gezogen habt und ob ihr Goku Black auch schon bekommen habt. Wahrscheinlich kommt irgendjemand, der mal wieder sagt, ich habe 10 Pulls gemacht und 11 Mal gezogen. Das habe ich schon ein paar Mal gelesen. Sehr interessant. Aber natürlich freue ich mich über eure Kommentare und Meinungen. Und ihr könnt mich auch gerne abonnieren, falls ihr auf Anime und Anime Games steht.